Ja, absolut. Und jetzt wollen wir alles nochmal zusammenbinden. Ambitioniertes Projekt und das lastet auf Ihren Schultern, Herr Kerres. Sie bringen nochmal alles zusammen in der viertelstündigen Keynote. Genau, Professor Michael Kerres, Professor nämlich für Wissensmanagement und Mediendidaktik. Und ich finde, Herr Kerres von der Uni Duisburg-Essen, mehr muss man gar nicht sagen dazu. Den Rest sagen Sie, bitteschön. Bitte sehr. Ja, Sie haben es schon angesprochen. Wir haben auf diesen zwei Tagen wirklich gemerkt, Digitalisierung, das ist ein großes Thema. Das ist ein Thema, was unheimlich viele Facetten mit sich bringt. Und die sind alle hier an dieser Tagung, finde ich, sehr schön auch angeklungen. Und wir haben gemerkt, da ist enorm viel in Bewegung gekommen. Es geht eigentlich um Schule als Ganzes. Wir können hier eine Kette aufmachen von Aspekten, die alle zu beachten sind, die alle irgendwie miteinander zusammenhängen. Und deswegen denke ich, ist eben das Thema Schulentwicklung eigentlich im Grunde genommen das zentrale Thema. Sie sehen hier so Dimensionen, die dabei relevant sind. Wir müssen diese Dimensionen alle zusammenbringen, denken. Wir sollten sie auch dokumentieren, auswerten und für den Transfer sorgen. Und unser Anliegen als Learning Lab ist es eben, Schulen und Schulnetzwerke zu begleiten in diesen Prozessen. Sie merken hier, Sie sehen hier, das hat viel mit Kommunikation zu tun, mit Nachdenken über Leitbilder von Schule, mit der Auseinandersetzung von möglichen Zukünften. Wo wollen wir hin? Das ist, glaube ich, ein zentrales Thema. Etwa auch in der Kooperation mit eben Kommunen, dass also Schulträger sagen, wie können wir die Zusammenarbeit mit den Schulen wirklich auch auf neue Füße stellen. Oder hier ein Beispiel eben in Berlin, wo auch über die Rahmenbedingungen gedacht wird und gesagt wird, auch da müssen wir eine Lockerung, eine Öffnung machen. Wir brauchen dann neue Freiräume. Also es geht darum, mit digitalen Medien zu lernen, aber auch um digitale Kompetenz zu entwickeln. Und das möchte ich ein paar Minuten darüber nachdenken, was das eigentlich heißt. Und ich möchte auch deutlich machen, dass das gar nicht so einfach ist, aber dass wir darüber weiter im Gespräch bleiben müssen, um eben halt auch diese Zukunftsperspektive von digitaler Kompetenz und Bildung in der digitalen Welt weiter auch auszuarbeiten. Also, hier sehen Sie das bekannte Framework der EU zu digitalen Kompetenzen, 5 Themenbereiche, die da genannt worden sind. Und das Gute ist, dass diese Definition eigentlich wirklich sehr stark übernommen worden ist, eben in den einzelnen Rahmen, die etwa die KMK vorgelegt hat, aber eben halt auch in anderen Ländern, hier beispielsweise in Österreich. Wir finden also eine gewisse Konvergenz in der Idee, was eigentlich digitale Kompetenz sein könnte. Sie sehen auch zum Beispiel nationale Unterschiede, kleine Differenzierungen in Deutschland, also speziell mit dem Thema analysieren und reflektieren. Und das geht auch weiter. Die EU hat eine Menge an Tools bereitgestellt und ist dabei zu entwickeln, Assessment-Verfahren, Portfolio-Verfahren für Schulen, für Einrichtungen. Also das hat auch eine stark normative Wirkung natürlich, eben wie in den Mitgliedstaaten eben das Thema digitale Kompetenz eben nun sich auch sichtbar wird und wie wir daran auch arbeiten können, wie wir mit solchen Kompetenzkatalogen auch eben in die Bildungsarbeit in den Einrichtungen gehen können. Ich will aber dieses Konstrukt etwas in Frage stellen und möchte da auch nochmal deutlich machen, dass das gar nicht so einfach ist, im Grunde genommen zu definieren und in den Griff zu bekommen. 3 Probleme. Die erste Frage ist, kann man das entsprechend einer Dimension eigentlich aufgleisen, dieses Konstrukt? Ronaldo wäre also sozusagen dann der digital kompetenteste mit seinen Millionen Followern auf Instagram. Ist er dann sozusagen die digital kompetenteste Person? Kann man das unabhängig von spezifischen Medien, Kontexten oder Domänen machen? Aus der Kompetenzforschung würden wir eigentlich annehmen, dass Kompetenzen eigentlich Klassen von Situationen sich beziehen. Und insofern ist eigentlich unwahrscheinlich, dass wir einfach sagen können, es gibt eine digitale Kompetenz. Also als ob man das sozusagen entsprechend eines Konstruktes wirklich abbilden könnte. Sie sehen hier in dieser Abbildung eben mögliche Themen, die die Digitalkompetenzen beinhalten könnten. Wir müssen eben weiter darüber nachdenken und auch in der Forschung versuchen herauszukriegen, wo ist die wirklich unspezifisch, generisch, die digitale Kompetenz und wo ist sie doch eher auch an bestimmte Dinge und Kontexte und Medien auch gebunden.
Es ist also gar nicht so einfach, mit diesem Konstrukt eigentlich umzugehen, nur scheint es mir eigentlich schwierig, sozusagen von einer Dimension der digitalen Kompetenz zu sprechen. Der zweite Problem. Wie stellen wir uns das konzeptuell vor, dieses Konstrukt? Ist es etwas, was zu den Grundfunktionen dazukommt des Rechnen, Lesens und Schreibens? In manchen Papieren finden wir die Formulierung, es ist die vierte Kulturtechnik. Und das ist so die Idee, also das ist eben jetzt etwas, was wir eben auch in die Schule tragen müssen. Wir müssen eben jetzt auch digitale Kompetenz vermitteln. Und die Diskussion in den Sozial- und Bildungswissenschaften zeigt eigentlich der Clou. Und warum wir vielleicht sogar auch hier in diesem besonderen Gebäude so prominent zusammengekommen sind, ist, dass es ja unser ganzes Leben durchdringt, unsere Fächer durchdringt, auf allen Stufen, allen Themen und eben halt auch allen Fachgebieten. Es wird also ein Thema, wo alle Lehrkräfte, die Schule als Ganzes eben halt viel mehr darüber nachdenken muss. Das heißt also, dieses Denken, dass das Digitale versus dem Analogen steht, das führt uns in die Irre. Das ist als Denkfigur etwas, wo wir nicht mehr mit weiterkommen. Wir denken oft, die analoge Welt, das ist irgendwie die echte Welt. Die digitale, das ist irgendwie, naja, nicht ganz so echt irgendwie. Die Frage, wie viele Stunden bist du im Internet, würden heute die junge Generation etwas seltsam gucken und fragen, naja, das Internet ist doch einfach da. Man kann also nicht mehr ins Internet gehen, sondern es ist ja überall. Also die Frage, ist das Internet schädlich, ja, können wir nicht beantworten. Wir haben ja auch nicht gefragt, ist das Buch schädlich? Wir müssen also uns von der Idee leiten lassen, dass das Digitale eben durchdringend ist in unserer Lebenswelt und dass das eben nicht zu trennen ist. Das klang auch heute in verschiedenen Punkten auf, aber das hat Konsequenzen für unsere Vorstellung von dem Thema Digitalkompetenz. Ja, nur noch mal ein ganz kleiner Rückblick auf das Thema Medienkompetenz, wie wir es früher diskutiert haben. Früher, in den 1960er Jahren, ne? 70er Jahren, da ging es darum, die Schule war Buch, Schule, Buch, Kultur. Und plötzlich merkte man, die Jugend beschäftigte sich mit Radio, Fernsehen, Kino. Und man sagte, wir brauchen eine Medienkompetenz, weil in der Lebenswelt eben andere Medien relevant sind als in der Schule. Und das hat sich eben jetzt verändert. Jetzt ist halt das Digitale überall. Und die Frage ist, was bedeutet das für unseren Bildungsbegriff, wenn er sich nicht mehr so sehr an dem Medium Buch, der Schriftkultur, eben ausrichtet? Wir müssen also diesen Bildungsbegriff neu konturieren. Und das beschäftigt die Bildungswissenschaft schon enorm in der Frage, ist dieser Bildungsbegriff eigentlich noch tragfähig? Oder wie können wir ihn eben neu aufstellen? Also hier ein Buch, wo ich da versucht habe, das Konstrukt auch weiter auseinanderzunehmen. Nochmal, das Problem besteht also darin, wenn das Digitale überall ist, lässt es sich dann überhaupt noch abgrenzen? Lässt es sich dann noch erlernen? Lässt es sich dann noch thematisieren in einem Fach? Ja, das ist sozusagen die Problematik. Es ist überall und wird damit sozusagen gar nicht mehr leicht handhabbar. Und schließlich das dritte Problem. Die Frage ist eigentlich, lernen wir die digitale Kompetenz eigentlich in der Schule? Oder lernen wir die vielleicht in Alltagsroutinen? Also das sind hier Medien, die ich in meiner Jugend oder in meiner frühen beruflichen Tätigkeit kennenlernen durfte. Und die habe ich natürlich auch nicht in der Schule oder Hochschule gelernt, waren aber für mich auch wichtige Medien. Und insofern ist eben der Punkt, wir müssen schlicht und einfach feststellen, wir erwerben digitale Kompetenz schlicht und einfach eben im Handeln in Alltagsroutinen. Und das entlastet natürlich irgendwo Schule einerseits, aber eben der zentrale Auftrag von Schule wäre dann eben halt auch die Anleitung und die Reflexion über diese Kompetenzen eben halt voranzubringen. Also etwa eben solche Fragen aufzugreifen. Ich habe einfach spontan einmal welche Fragen Ihnen hier mitgebracht, einfach um deutlich zu machen, das kann ja in jedem Fach passieren. Diese Fragen kann ja jede Lehrperson in jedem Fach adressieren. Diese Entwicklung von dieser Art von Kompetenz ist eben etwas, was tatsächlich alle Schulfächer angeht und wo wir immer nachdenken können, ja,
wo kommen wir eigentlich an diese Informationen, wie können wir sie bewerten, wie können wir sie zusammenführen. Das sind alles Fragen, die eben halt wir in dieser Richtung einer Digitalkompetenz natürlich im Grunde genommen auch diskutieren wollen und eben reflektieren wollen in der Schule. Also zusammengefasst zu dem Punkt, dieser Begriff ist gar nicht so einfach zu definieren oder wenn wir eben näher gucken, wie wir ihn nutzbar machen für Schule und Curricula in Schulen. Erstens, wir müssten überlegen, reden wir nicht über Digitalkompetenzen. Wir dürfen es nicht mehr in Abgrenzung zum Analogen sehen. Und sie werden eben vielfach einfach auch im Alltag am Gegenstand erworben und lassen eben gerade eben halt die Anteile von Reflexion für Schule. Also nochmal, wir müssen uns deutlich machen, dass diese gesellschaftlichen Implikationen des Digitalen gar nicht so sehr an dieser Differenz von analog versus digital entsteht. Und deswegen zu meinem letzten Punkt. Was passiert mit dem Bildungsbegriff? Was passiert eben halt in diesem Übergang zu einer nächsten Gesellschaft, die, so klang es hier auch schon an, als Kultur der Digitalität oft bezeichnet wird? Das ist nicht unbedingt eine Kultur, die durch das Digitale gekennzeichnet wird, sondern durch tiefgreifende gesellschaftliche Veränderungen, die uns eben auch beschäftigen lässt in der Frage, was es mit dem Bildungsbegriff auf sich hat. Zunächst einmal sehen wir hier aber, da ist ja so ein komischer Begriff, nächste Gesellschaft. Warum steht da nicht digitale Gesellschaft? Nächste Gesellschaft, Dirk Becker, der Soziologe, ist sehr vorsichtig. Er sagt, wir müssen sehr, sehr vorsichtig sein mit der Diskussion über die Zukunft. Nehmen wir hier dieses Buch von Yuval Harari, ein Bestseller, in dem er einen Blick in die Zukunft wagt. Und seine Ausgangsthese ist hier formuliert. Die Ausgangsthese als Aufgabe für das 21. Jahrhundert, was ist, wenn Hunger, Krankheit und Krieg überwunden sind? Was er nicht wusste, ist, was 5 Jahre später passiert. Haben wir Hunger, Krankheit und Krieg überwunden? Nein. Das heißt also, wir müssen essentiell mit dem Problem umgehen. Und das ist eben halt auch für die Bildungstheorie so wichtig, dass die Zukunft unvorhersehbar ist. Wir wissen es nicht. Und das ist wichtig, dass wir es anerkennen, dass wir es nicht wissen. Dass wir eben halt auch sagen, Kontingenz, als sozusagen zentrales Thema der Ambiguität, des Nichtwissens, wie die Zukunft ist, das ist eine zentrale Aufgabe, die im Grunde genommen zu bewältigen ist. Und wenn wir hier auf diese Diskussion, auf die sich Dirk Becker bezieht, eingehen, dann sagt er eben, dieser Übergang zu der nächsten Gesellschaft, der führt dazu, dass eben diese Gesellschaft mit dem Kontrollverlust umgehen muss. Dass diese Gesellschaft sich beschäftigen muss mit der Problematik, dass viele Dinge, von der wir geglaubt haben, heute noch, dass wir sie kontrollieren können, dass sie uns sozusagen aus den Händen verschwimmt und dass wir uns überlegen müssen als Gesellschaft, wie organisieren wir uns dann. Ich will nur ein Beispiel dafür benennen, für den Kontrollverlust in der Kommunikation. Das hier ist eine Software, da kann ich den Titel dieses Vortrags eingeben. Und da ist eine künstliche Intelligenz, die schreibt mir einen 20-seitigen Artikel dazu. Und dieser 20-seitige Artikel ist ein Unikat. Das sind nicht Textbausteine, die irgendwo rauskopiert sind, sondern es ist ein Unikat, was ich jetzt eben eingeben kann. Ja, ich will jetzt gar nicht auf die Implikationen für Prüfungsgeschehen oder Ähnliches eingehen. Sie wissen, es hat schon auch den Versuch gegeben, bei wissenschaftlichen Zeitschriften hat man schon geschafft, solche Artikel auch zu platzieren. Die für die Soziologen eigentlich größere Problematik ist die Problematik, dass in der gesellschaftlichen Kommunikation nicht mehr zurechenbar ist, wer kommuniziert. Wir wissen also nicht mehr, wer der Sender ist. Ist es die AI? Sind Sie es? Ich es? Wer hat diesen Vortrag eigentlich geschrieben? War es Herr Kerres vielleicht doch? Oder jemand anders? War es eine KI? Wir wissen es nicht. Wer ist der Urheber einer Mitteilung? Wir wissen auch nicht mehr, wer liest meine Mitteilung. Wir wissen nicht mehr, was mit Datenlecks passiert, was mit Nachrichten oder eben halt auch professioneller Überwachung eben halt von Diensten und Mitteilungen passiert.
Also das ist für die gesellschaftliche Diskussion sehr essentiell und eben nach Dirk Becker ein großer Einschnitt, der mit eben einem Kontrollverlust einhergeht. Und Sie merken, die Bildungstheorie sagt eben, wir müssen uns auf diese Unsicherheit einlassen. Wir müssen uns mit dieser komplexen gesellschaftlichen Situation einlassen. Und das ist sicherlich mehr als die Bedienung von Moodle. Ich komme also zum Fazit. Wir überschätzen einerseits Digitalkompetenzen. Wir entwickeln die in Alltagsroutinen, hoffentlich auch in der Schule, hoffentlich auch im Kontext mit den durch den Digitalpakt Schule entwickelten Maßnahmen. Dieses Digitale ist eben halt tatsächlich oft so schwer zugänglich, weil es sich ja vermischt mit unseren Vollzügen und insofern können wir sie möglicherweise auch überschätzen. Aber wie unterschätzen Sie, wenn wir eben halt das als additiv denken, wenn wir denken, jetzt machen wir eben auch was Digitales. Heute Morgen war das Bild von dem Schiff, was Schule ist und wo man jetzt eben halt auch noch das Digitale draufpackt. Nein, nein, das geht um eine viel grundlegendere Diskussion eben halt, wie Schule in dieser nächsten Gesellschaft sich eigentlich positionieren kann. Und das ist die letzte Folie. Was heißt das konkret? Also, total wichtig, dass wir eben hier diese technische Infrastruktur voranbringen können. Das schafft die Voraussetzung, um eben Digitalkompetenzen zu entwickeln, gerade auch eben halt in der Entwicklung von Alltagsroutinen und der Möglichkeit der Reflexion. Wir können dies natürlich additiv in einem zusätzlichen Fach diskutieren und es wird ja auch diskutiert und entsprechend realisiert, Informatik, Medienbildung und so weiter. Aber Sie merken, die große Herausforderung besteht eben halt darin, wie wir es in allen Fächern verankern, wie wir eben halt die Lehrkräfte mitnehmen können in der Frage, wie können Sie eigentlich dieses Thema integrieren. Und Sie sehen, für uns in der bildungstheoretischen Diskussion ist eben halt dieser weiterreichende Kontext Kultur der Digitalität, ja, Kontrollverlust, Zurechenbarkeit in der gesellschaftlichen Kommunikation, das sind eben die grundlegenden Themen, um eben zu sehen, es geht auf der einen Seite Kompetenzen zu definieren, um auf eine Zukunft vorzubereiten und in der Annahme dieser Zukunft auch Zukunft herzustellen und gleichzeitig eben halt aus Sicht der Bildung die Offenheit für Zukünfte, für die Möglichkeit eben möglicher Bandbreite von Zukünften eben halt immer auch die Offenheit mitzubringen. Vielen Dank. Vielen Dank Ihnen, Herr Professor Kerris. Vielen Dank. Also tatsächlich, glaube ich, kann man sich jetzt entscheiden, findet man das, was Sie zu sagen hatten, verstörend, Kontrollverlust oder doch vielleicht entlastend? Entlastend, Digitalkompetenzen müssen nicht nur in ein Schulfach gepackt werden, sondern finden an ganz vielen Orten in der Gesellschaft statt. Glaube ich, tatsächlich noch mal ein guter Ausblick für die gesamte Tagung. Ja, ich weiß auch nicht, wie man es sehen soll. Mir ist noch spontan ein Zitat von Herbert Wehner eingefallen und dann sind wir wieder in der Bonner Republik. Der hat mal dem Leiter des ARD-Studios Bonn gesagt, Sie wissen nichts, Herr Lüg, und ich weiß nichts. Und das kann man vielleicht wirklich so nehmen und ergänzen. Wir müssen trotzdem die Dinge handeln und irgendwie mit ihnen zurechtkommen. Und in Zukunft im Plural denken, würde ich noch draus mitnehmen. Vielen herzlichen Dank Ihnen allen. Wir sind tatsächlich jetzt wirklich im Landeanflug und möchten uns bedanken, nicht ohne eine Bitte zu beantworten, den Organisatorinnen, wie Ihnen die Statuskonferenz gefallen hat. Die hier sind, haben ja das papierende Programm, den QR-Code gibt es aber natürlich auch online zu finden auf der Veranstaltungsseite. Da wird jetzt auf die 12 gefragt, wie hat es Ihnen gefallen. Das wird aber natürlich noch viel weiter aufgedröselt und Sie können einzelne Programmpunkte und Aspekte bewerten. Und ich würde mich sehr gern bedanken bei Ihnen fürs Kommen, fürs Einschalten, fürs Mitdenken so oder so und für Ihre Fragen und fürs Interesse. Ja.